So, da sind wir wieder und legen gleich mit Mission 18 los. So wie es aussieht, geht es dieses Mal wieder gegen einen gegnerischen Keeper. Burg Kirschhain. Endlich habt ihr Nemesis in der Falle. Hier in den alten Ländereien der Burg Kirschhain. Dieser lästige Keeper hat uns zum letzten Mal herausgefordert. Zeigt ihm, wie stark ein echter Keeper ist. Er hat sich mit seinen beiden Söhnen hier verschanzt, die ebenfalls beide Keeper sind, und hält das Land in einem Würgegriff. Doch selbst Familienbande zählen hier kaum. Wenn ihr beweist, dass ihr stärker seid als Nemesis, wird dieses Bündnis mit seinem ehrgeizigen Nachkommen mit Sicherheit zerbrechen. Ja. Also geht es jetzt endlich gegen unseren Nemesis im Hust-Hust. Ja. Ich find's immer noch komisch, dass sie gerade Nemesis als großen bösen Hauptkeeper-Gegner genommen haben als Namen. Faust und Fabius, die klingen nicht gerade bedrohlich als Söhne von großen Nemesis. Aber überschätzen wir uns nicht mal, gucken wir mal, worauf das hinausläuft. Kommt, meine Söhne, macht euren Vater stolz. Die Jahre verlangen mir ihren Preis ab und so ruht jetzt das Schicksal der Familie auf unser aller Schultern. Ein anderer Keeper kontrolliert dieses Reich und seine Macht ist erheblich, doch die eure wird noch größer, wenn ihr ihnen ihren Juwel abnehmt. Nemesis, der Vater von Faust und Fabius, vergeudet viel Zeit und Energie darauf, Kämpfe zwischen seinen Abkömmlingen zu verhindern. Plant gut und ihr könnt das zu eurem Vorteil nutzen. Eure Geschöpfe brauchen einen Platz zum Ausruhen. Baut ihnen einen Schlafsaal. Tempel. Feuerfalle. Okay. Das ist schon mal ein guter Anfang oder so ähnlich. Hier ist noch ein Portal. Vielleicht, dass wir wissen, wo das ist. Okay, Nemesis hat eine große Basis mit drei Portalen. Und seine Söhne haben kleinere. Und jeder von ihnen scheint eine Edelsteinader zu haben. Also Geldprobleme scheinen die nicht zu kriegen. Wir haben sogar Mana-Gruften und alles. Also ja. Im Vorteil sind wir definitiv jetzt im Augenblick nicht. Deswegen müssen wir mit Bedacht vorgehen, was wir hier machen. Erst einmal ein paar Räume ausgraben natürlich. Wir können einen neuen Zauber erforschen, sehe ich gerade. Also brauchen wir definitiv eine Bibliothek. Und wir müssen dringend mehr Gold finden. Eine eiserne Jungfrau wurde unglücklich, weil sie keinen Platz zum Schlafen hat. Dann sorgen wir doch mal schnell für Schlafplätze. Ihr braucht eine Schatzkammer, um euer Gold zu lagern. So, also einen Schlafsaal mit 20 Betten, das dürfte fürs Erste reichen. Das zweite Portal gibt uns ja leider nur... Ah, ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Was haben wir denn da entdeckt? Das bringt uns nicht gerade sehr viel, aber... Da ist noch einer. Oh, das ist besser. Mana-Schub gleich am Anfang können wir gut gebrauchen. Okay, jetzt brauchen wir hier einen großen Raum für eine Hühnerfarm. 5x5 dürfte erstmal reichen. Also Nemesis ist definitiv gut beisammeln mit seinem Dungeon. Eure Geschöpfe werden verhungern, wenn er ihnen keine Hühnerfarm baut. Nemesis hat eigentlich, wenn man es so sieht, alles, was man braucht. Truppen, Verteidigungen. Ihr
erbeutet eine Mana-Gruft. What? Wo haben wir eine Mana-Gruft? Ah, cool. Gut, wir haben 7 Imps und... Ah, ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Wir sollten auf jeden Fall vorsichtig und nicht zu gierig sein mit den, Ausbuddelungen. Ich will nicht gleich schon irgendwie auf den Gegner stoßen. Eure Mana-Vorräte haben sich vergrößert. Sanctoria. Ich stelle euch meine Dienste zur Verfügung. Missbraucht sie nicht. Das sagt er jetzt schon? Na egal. Also. Gut. Hühnerfarm. Ah, ich glaube, hier können wir uns zu dem anderen Portal... Baut eine größere Hühnerfarm, damit eure Geschöpfe immer gut genährt sind. Zur Not können wir hier sie hier in diese Richtung vergrößern etwas. Das machen wir am besten auch gleich mal. Sie so vergrößern. Hier kommt dann der Trainingsraum hin. Hier oben passt perfekt die Mana-Gruft gleich neben die Bibliothek. Jawohl. Hier können wir einen etwas größeren Kerker hinmachen. Und hier kommt dann der Trainingsraum hin. Noch 2 Imps, dass das Ganze hier etwas schneller geht. Also hier kann ich vorsichtig langsam reinbuddeln, aber nicht zu schnell, damit ich nicht auf irgendwelche Unannehmlichkeiten stoße. Naja, die einzelnen Jungfrauen wollen eine Folterkammer. Die können sie haben. Hier noch eins größer machen für den Trainingsraum. Folterkammer bauen wir genauso wie die Werkstatt mal hier hin. Hier eine. Ne, so wird das nichts. Machen wir es hier oben. Bauen wir hier eine Werkstatt und da gegenüber die Folterkammer. So. Bisschen abgezweigt. Trainingsraum und hinter dem Trainingsraum kommt noch gleich das Casino. Und langsam mausert sich unser Dungeon. Was ich noch sagen wollte, gleich am Anfang, was mir aufgefallen ist, Nemesis hat für sein großes, böses Ego aber eine ziemlich komische Stimme. Naja, sei es drum. Auf jeden Fall sind seine Söhne unsere ersten Ziele. Dann kriegen wir nämlich ihre Portale und vor allem ihre Edelsteinadern, was uns dann einen ordentlichen Geldschub verpasst. Och, wir haben ins Portal reingegraben. Ach, ist halb so schlimm, solange wir nicht ins Wasser reingraben. Okay, ich würde mal sagen, wir benutzen etwas Mana, um etwas Geld zu machen. Was? Oh, warum ist der Zauber hier so teuer? Egal. Jetzt haben wir etwas mehr Geld. Jetzt können wir schon mal den Trainingsraum bauen. Oder auch nicht. Ihr könnt euch den Bau dieses Raumes nicht leisten. Ah, und wir sind auf Wasser gestoßen. Na gut, dann können wir gleich das ganze Gold hier ausgraben. Ah,
Aber jetzt können wir uns den Raum des Bau, den Bau des Raums leisten. So. Ich hoffe mal, dieses Wasser führt nicht gleich zu Nemesis. Eigentlich sollte ich ja mal mit einem bösen Blick einen Blick drauf werfen, was es hier noch so alles gibt. Also hier scheint es nichts zu geben. Gucken wir mal kurz hier hin. Ja, wie ich mir dachte, zu dem Portal kommen wir, wenn wir hier lang graben. Und das sieht wirklich so aus, als ob dieses Wasser hier mit Nemesis Kerker verbunden ist. Ein Casino. So. Wir haben 12 Ims. Na, ich komm. 2 leiste ich mir jetzt noch. Mana haben wir eh gerade geliehen. Erarbeitet ein Portal. Und wir haben das Portal. Obwohl das hier sieht alles. Hier kann man, glaube ich, zu Nemesis selber reingraben. Aber wir nehmen garantiert nicht den Hauptweg zu Nemesis. Verrückt bin ich nicht. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Ja, was haben wir denn? Ah, ein Magier. Dann sollten wir hier vielleicht eher eine kleine Schatzkammer reinbauen als eine Werkstatt. So. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Die Werkstatt können wir dann eher hier so hinbauen, neben das Casino. Fällt ja nicht so sehr auf. Okay, wir haben Salamander, das ist auch schon mal nicht schlecht. Ob wir so wirklich einen Kerker brauchen, weil ich glaube, es gibt hier keine Helden. Oder ich hoffe es zumindest. Hier ist eine kleine Folterkammer. Müssen nur meine eisernen Jungfrauen die Palisade weghauen. Eure Geschöpfe kommen nicht zum Schlafsaal. Sollen sie nicht von selber weghauen? Dann. Obwohl, nee, lassen wir das mal kurz. Ich will. Naja, auch egal jetzt. Dann bauen wir da eben was anderes rein. Oder wir weiter zur Not das Casino noch in die Richtung. Was gibt es denn noch, was wir bauen können? Eine Arena? Die können wir hier oben ihr könnt euch den reinsetzen, nicht wenn wir leisten. Das Geld dazu hätten. Was ist hier? Das hier sieht nämlich auch nach einem Raum aus. Ach, hier ist ein Kerker. Da ist ein Kerker, dann würde ich sagen, wie groß muss der Tempel sein? 5x5. Ja, hier kommt der Tempel hin, hier die Arena. Der Kerker hier, der ist ausreichend. Eure Geschöpfe kommen nicht zum Trainingsraum. Ihr erbeutet eine Folterkammer. Ein Zauberer wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat.